Mein Name ist Thomas Abend, ich bin Gründer und CEO bei Vitas. Wir entwickeln KI-basierte Telefonassistenzsysteme und gehen für Unternehmen ans Telefon und beantworten Standardanfragen. Mein Name ist Tobias Bäumler, ich bin einer der drei Gründer von Vitas und da auch als COO tätig. Das heißt, alle operativen Bereiche fallen da unter meine Verantwortlichkeit. Vitas stellt eine Plattform für virtuelle KI-Telefonassistenten bereit. Das heißt, Unternehmen jeder Größe und Branche können sich bei uns registrieren und ihren eigenen KI-Telefonassistenten konfigurieren. Bei vielen Kunden, zum Beispiel bei deinen Arztpraxen, ist es ja ganz oft so, dass Anrufe im Minutentakt reinkommen. Und das ist natürlich schwierig für die Mitarbeiter, die natürlich nur am Rotieren sind, nur am Telefon sind. Und dank uns ist das Telefon 24/7 besetzt. Und für die Praxis ist endlich Ruhe in der Arztpraxis und man kann sich auf die Patienten vor Ort fokussieren. Wir machen die Hände frei für das, was zählt. Ich bin René Straub, bin einer der Gründer von Vitas und meine Aufgabe ist es, bei Vitas die Infrastruktur am Laufen zu halten, Research and Development. Ich kümmere mich ums Frontend und ums Backend und ja, schaue auch die neuesten Trends an und verantworte eigentlich den ganzen technischen Bereich. AI ist was, was uns seit Anfang an begleitet. 2018, da haben wir Sachen angeboten, die es so am Markt noch gar nicht gibt. Durch ChatGPT hat sich das in der Gesellschaft gewandelt. Jetzt wissen plötzlich viele Leute, ich kann ja mit dem Ding frei reden. Und jetzt ist auch die Herangehensweise eine ganz andere. Herausforderung bei der Gründung. Jedes Quartal neue. Am Anfang ist natürlich irgendwie den ersten Prototypen fertig kriegen, Pilotkunden finden, dann ist es die Finanzierung. Wie kriegt man überhaupt mein eigenes Gehalt? Wie kann ich dann Leute finanzieren, die einfach das Team verstärken und das alles irgendwie in einen Prozess zu gießen, dass sich am Ende dann 29 Personen auch wohlfühlen, an dem Projekt zu arbeiten? Meine größte Motivation war es einfach, was Neues zu erschaffen, was einfach so noch nicht gab. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir eine natürliche Gesprächsführung anbieten und wir nutzen bei uns kein ChatGPT oder andere US-amerikanische Anbieter, sondern setzen voll und ganz auf Open-Source-Modelle und dadurch ist es auch möglich, dass der Assistent klassifiziert und auch Sachen, die abseits von irgendwelchen Schlagworten sind, auch richtig kategorisiert und dementsprechend auch die richtigen Antworten gibt. Unsere Vision ist es, zum Standard für KI-Telefonassistenten zu werden. Das heißt, wenn ich irgendwie in Deutschland oder Europa, auch international ist natürlich ein Ziel, an Telefonassistenten denke, an einen schnellen Service, an jederzeit verfügbaren Service am Telefon denke, dass dann der Gedanke Vitas aufkommt und so einfach KI aus Deutschland in der Welt platzieren.